stehe hier inmitten wogender Menschenmassen, mitten in der Games Convention. Mittendrin, sage ich Ihnen. Und das ist noch lange nicht das Gefährlichste, was heute passieren wird, denn unser Danger Seeker Fabian Siegesmund wird sich heute in die Gefahren der Games Convention stürzen. Ah, hier ist er. Nee, das ist er doch nicht. Hey, aber eine Kamera halten kann ja wohl echt jeder. Nee, kann nicht jeder, weil ich sie habe. Oh. Fabian, der Tod naht. Auf dem Rad. Verstehst du? Tod naht, auf dem Rad. Du sollst nicht reimen, Buckliger. Du sollst hingegen fahren, also steig hinauf. Ah, oh. Fabian Siegesmund bringt GameStar zu neuen Höhen und neuen Tiefen. Es geht auch wieder runter. Hoch und runter, hoch und runter und hoch und runter. Und da wird einem richtig schlecht. Das hält man ja fast nicht aus. Obwohl, ich eigentlich schon, denn ich sitze ja nicht drin. Ah, aus so einer Messe lernt man auch viele nette Leute kennen. Fabian hat hier einen niedlichen Herren getroffen, von dem er auch komischerweise nur noch Gutes redet. Hier spricht der Deutsche Rundfunk. Wir melden uns live von den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften 1956. Mit im Feld der Star der Mannschaft, Fabian Siegesmund. Da haben wir ihn. Das hat er super gemacht. Da setzt er sich ein. So wollen wir das sehen. Wann wird das erste Tor fallen? Wir wissen. Und da hat er einen Punkt erzielt. Er macht einen Punkt. Und er sieht, wie er sich freut. Sowas hat er noch nie erlebt. Das ist der erste Punkt seiner Karriere. Hier, Angabe zum Reporter. Aber leider versandet. Tut mir leid, der musste leider sein. Nun ja, man kann nun wirklich nicht alles haben. Siegesmund, wundervoll, kämpferisch, wunderschöner Einsatz. Super gemacht. Dabei war es eigentlich nur ein Zuspiel. Und hier, Angabe von Siegesmund. Tödlich. Er hat den Gegner vernichtet mit diesem Schlag direkt ins Aus. Ja, ja, genau, alles schrecklich. Das Netz hängt so hoch, wie immer. Wir wissen, es liegt an der Luftfeuchtigkeit und am Licht. Wir befinden uns in 2000 Meter Höhe. Vor mir steht Fabian Siegesmund an der Wand des Matterhorns. Und er wird die Besteigung wagen. Nein, wir sind natürlich immer noch auf der Gamescom am Bundesverstand. Die haben hier so eine Kletterwand aufgebaut. Und Fabian wagt sich nun dran, aber noch ist es ja relativ einfach. Ob er es wohl nach oben schafft? Oben wartet der Legende zufolge ein Goldschatz unter einem Regenbogen. Wir wissen es nicht, keiner hat es nach oben geschafft. Auch Fabian hat momentan seine Probleme. Ah, es neigt sich, ja, der Berg ist schief. Aber gut, das sind die Herausforderungen, das muss man als Soldat leisten können. Oben auf dem Berg sitzt der Feind, da muss ich hoch. Und da muss man dann auch... Na, und da ist es vorbei. Aber er ist schön gefallen, das gibt den Sonderpreis für Eleganz. Wundervoll, Dankeschön Fabian. Ja, Siegesmund wie immer kämpferisch und hier, ja, er wehrt sich tapfer, er kämpft wie ein Mann. So wollen wir sehen, dass der kämpferische Geist, den wir von Fabian Siegesmund erwarten. Er gibt niemals auf, niemals, er steht sein Mann. Das ist Fabian Siegesmund, der Gewinner. Ach, der Siegesmund, der macht echt alles hier. Springt doch tatsächlich in so eine durchsichtige Kugel. Wundervoll. Ja, und da fährt er hin. Ich begleite ihn einfach mal ein bisschen. Das kann ja auch nicht so spektakulär sein. Aber, naja... Ach, da ist er schon am anderen Ende. Was sieht er da drin doof aus? Oh. Ich lebe. Großer Gott. Meine Nase, meine wunderschöne Nase. Und hier startet Fabian Siegesmund. Er wird von der Crew aus dem Start gewunken. Und da rast er los. Er rast mit einem Affenzahn. Er ist schon fast nicht mehr zu erkennen. Siegesmund übernimmt die Führung. Na gut, er ist Dritter, aber... Er fährt wie eine Eins. Aber hier wird er überholt. Das kann nicht sein. Da muss Mogelei im Spiel sein. Wir befinden uns nun in Runde 367. Noch sind alle Fahrer im Rennen. Siegesmund liegt gut an der letzten Position. Er beschwert sich. Er fühlt sich betrogen dadurch, dass ihn ein Gegner überrundet hat. Wir können es nicht verstehen, was er sagt. Sein Helmmikrofon ist ausgefallen. Er fährt durchs Ziel. Siegesmund ist Letzter. Unglaublich. Wir nennen Fabian Siegesmund auch Super Sigi. Aber... wirklich auch zu Recht. Das kann er jetzt endlich mal beweisen. Und zwar, indem er sich in diese Halfpipe wagt. Ich kann Ihnen versprechen, hier werden sich unbeschreibliche Szenen abspielen, die ich wirklich nicht mehr kommentieren will. Oh, schau mal, ein Ball. Sag mal, Fabian, magst du den vielleicht mal für mich halten? Gerne. Auf Fabian Siegesmund wartet heute nur noch eine Aufgabe. Er muss an diesem Stand eine Wurst kaufen und essen. Fabian, was sagst du dazu? Ich mach auch nicht jeden Scheiß. Fabian, jetzt sei doch nicht so, Junge. Junge, ey, das ist jetzt echt kein großer Act. Das ist nur eine Wurst. Och, Mensch.